Hallo liebe Hungrige, Haferflocken haben ja im letzten Jahr so eine Art Renaissance erlebt. Ist auch nicht verwunderlich, sind sie doch reich an Vitamine, Mineral und sättigenden Ballaststoffen. Und dies wirkt sich regulierend auf den Blutzuckerhaushalt aus und unterdrückt Heißhungerattacken. In diesen Muffins, also mit Bananen kombiniert, die wiederum Spurenelemente wie Eisen, Kalium, Kupfer und Zink enthalten. Also insgesamt eine gesunde Kombination und vor allem natürlich eine leckere. Und dafür brauchen wir Dinkelmehl, Vanillezucker und Backpulver, zartblättrige Haferflocken, Rohrohrzucker oder Braunzucker, auch Kokosblütenzucker eignet sich gut und ihr könnt auch so ca. 50% durch eine kalorienarme Variante wie Birkenzucker oder Zucker ersetzen. Wir brauchen natürlich Bananen, außerdem eine Prise Salz, Butter, ein Ei, Zimtpulver und optional, doch ich empfehle es, ein bisschen Nutella oder eben einen ähnlichen Schokobrotaufstrich. Man könnte aber auch Erdnussbutter nehmen, auch damit schmecken die Muffins klasse. Zuerst geben wir mal in eine Schüssel zu den Haferflocken das Mehl, ergänzen mit einer Prise Salz und streuen das Backpulver dazu. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen und das geht am besten mit dem Schneebesen. Dann wenden wir uns mal den Bananen zu. Also ich habe hier normale und Mini-Bananen kombiniert. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber schälen müsst ihr sie. Dann ein bisschen in Stücke zerschneiden und anschließend zerdrücken. Geht wohl am besten mit einer Gabel. Und ich mache das mal im Eiltempo. Am Ende brauchen wir jedenfalls eine ziemlich feine Bananenpampe. Jetzt bereiten wir schnell noch die Muffinform vor oder auch zwei, je nachdem. Die Mulden also mit Papierförmchen bestücken. So, und nun brauchen wir einen Großteil der Butter. Diese verflüssigen, am besten gleich in einer großen Rührschüssel. Und dann kommt da auch das Bananenmus mit hinein. Wir schlagen ein Ei dazu, streuen den Großteil des Zuckers ein und geben auch den Vanillezucker dazu. Anschließend alles kurz, aber gründlich miteinander verrühren. Am geeignetsten sind natürlich die Schneebesen des Rührgeräts dafür. Sind wir soweit, kommt nun auch die zu Beginn zubereitete Mischung aus den trockenen Zutaten mit dazu und dann wird alles nochmal zügig miteinander verrührt. Damit ist der Teig fertig vorbereitet und wir füllen ihn nun in die Papierförmchen. Nehmt einen Löffel dafür oder so wie ich einen Eisportionierer, macht sich gut. Die Förmchen erstmal nur so knapp bis zur Hälfte füllen, den Teig dann erstmal ein bisschen glatt streichen und andrücken und darauf geben wir nun, wie gesagt optional, werte die Muffins geschmacklich aber auf, jeweils einen gehäuften Teelöffel Nutella oder eben eine Alternative. Haben wir dies erledigt, kommt jetzt eine weitere Schicht vom Teig darüber, eben so viel, dass die Papierförmchen zu 3/4 oder auch ein bisschen mehr gefüllt sind, den Teig wieder ein bisschen glätten. Und nun schmelzen wir in einer Schüssel den Rest der Butter, geben Haferflocken dazu, ergänzen mit dem restlichen Zucker und streuen das Zimtpulver ein. Und weil ich in der Schüssel ja die Butter geschmolzen habe, ist sie heiß. Meine zarten Fingerchen wollte ich mir nicht verbrennen, also Handschuh an und dann wird alles gründlich miteinander verrührt. Ich mache das einfach mit der Gabel, geht ja ganz schnell. Ihr könntet natürlich auch einen Schneebesen nehmen. Nun brauchen wir wieder unsere Muffinform und verteilen die eben zubereitete Mischung sozusagen als Topping auf der Oberseite des Teigs. Und dann wird auch schon gebacken und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, Umluft wären das 180, für 20 bis 25 Minuten. Bei mir waren es 22. Und so lecker sehen sie dann fertig gebacken aus. Wir geben sie auf ein Kuchengitter zum Abkühlen, müssen sie aber nicht vollständig abkühlen lassen, dennoch leicht warm schmecken sie besonders lecker. Nicht nur wegen des Geschmacks lohnt sich die Zubereitung, auch weil sie zum größten Teil aus gesunden Zutaten bestehen und die Zubereitung ja wirklich ganz flott von der Hand geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber ein helles Brot mit nur 4 Zutaten backen möchtet oder leckere Apfelmus-Müsli-Riegel, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.